Sonnenklar TV live vor Ort. Von einem Björn zum anderen Björn, nämlich. Wir haben uns einmal mehr gesplittet. Der Name Björn hier zweimal vertreten bei Sonnenklar TV. Der eine darf immer auf den schönen Orten dieser Welt, unter anderem auf den Weihnachtsmärkten rumlaufen und ich darf zu ihm übergeben. Björn ist gerade aktuell auf dem Weihnachtsmarkt in Hamm in Nordrhein-Westfalen und ein wunderbares Ho, Ho, Ho an dich. Ho, 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 Björn, zurück zu euch nach München. Ja, ich bin im wunderschönen Hamm und ich muss sagen, Frau Strübli hat mich den ganzen Tag begleitet und neben mir Herr Brunsmann. Hamm ist wirklich ein schöner Weihnachtsmarkt, klein und fein und eine ganz tolle Atmosphäre. Ich mag wirklich diese kleinen Weihnachtsmärkte. Und man denkt immer an München oder Berlin, wo man hinfährt, aber man kann auch mal nach Hamm fahren und rund um die Kirche hier eine ganz besondere Atmosphäre. Und neben mir Herr Brunsmann, Gästeführer in Hamm. In welche Rolle sind Sie heute Abend geschlüpft? Heute ist das Honoris Helvig, ein belegter Abt eines hiesigen Klosters. Wir hatten leider nur ein Herrenkloster und da war er mehrmals sozusagen der Vorstand. Und es hat sich seit ein paar Jahren gezeigt, dass man Geschichte einfach besser verkaufen kann, wenn man sie auch ein bisschen authentisch lebt. Hamm hat Geschichte sozusagen. Hamm hat Geschichte, ja. Noch 7 Jahre, dann sind wir 800 Jahre alt. Also dann lohnt es sich auf jeden Fall spätestens herzukommen zur 800-Jahr-Feier. Also wir haben eine große Menge Geschichte. Nicht nur in dieser Innenstadt Hamm, sondern auch in unseren Stadtbezirken natürlich, die zum Teil älter sind als Hamm. Aber man kann, wenn man sich damit auch darauf einlässt, ganz viel erfahren. Liebe Frau Strübli, also ich muss sagen, Sie haben mich ja vorhin jetzt auf die Eisbahn geschliffen, war ein bisschen gefährlich. Wir trinken Feuerzangenbowle, vorhin hatten wir ein Glühweinbier. Ich muss mir den Weihnachtsmarkt hier nicht schön trinken bei Ihnen, der gefällt mir auch so. Und was ist für Sie das Besondere? Also ich mag total gerne das Eisstockschießen, was ich vorher gar nicht wusste, dass mir das so liegt. Und dann finde ich hier besonders nett, dass es die Herzhütten gibt, also Hütten mit Herz. Unsere Ehrenamtler, die wirklich alles in die Wege leiten, um interessante, spannende Sachen zu machen und das immer wechselnd. Also da ist Abwechslung drin. Jetzt besteht Hamm ja nicht nur aus dem Weihnachtsmarkt. Ich kann in Hamm noch viel, viel mehr erleben. Hamm ist eine Eventstadt. Umsonst und draußen findet eigentlich das ganze Jahr über irgendwas Tolles statt, dass sich das lohnt, hierher zu kommen. Und man kann perfekt Radfahren. Wir sagen immer, unser kleines Radlerparadies Hamm. Weil topografisch schön alles flach und man ist sofort im Grünen. Jetzt haben wir den ersten Advent und wir haben gesagt, für die Sonnenklar-TV-Zuschauer öffnen wir in Hamm auch das erste Türchen. Und wir können was gewinnen. Und Sie haben gesagt, wer Lust hat und eine schöne Idee hat, warum er nach Hamm kommen soll, da verlosen Sie was. Genau, wer uns schreibt an stadtmarketing@stadt.hamm.de, warum er gerne nach Hamm kommt, der kann eins von 3 Wohlfühlarrangements gewinnen. Das heißt, ein Wochenende im Hotel Mercure, im Hotel Alte Mark oder im Hotel Gut Kump mit einem leckeren Abendessen und mit dem Besuch der Maximare Erlebnistherme oder der Sauna und Spa Gut Sternholz. Brunsmann, für wen ist Hamm was? Also für wen lohnt sich mal so ein Besuch? Also ich denke, Hamm, je nachdem, auf was man sich einlässt, geht von Familien, geht aber auch für Einzelgäste, für Sportliche, wurde gerade schon angesprochen, weil neben dem Fahrradfahren könnte man auch Kanu fahren. Wir sind ja eine Wassersportstadt im Grunde auch und wir liegen mitten auf der Römer-Lippe-Route, einem überregionalen Radweg. Und da ist es ungefähr die Mitte und da würde es immer Sinn machen, natürlich mal eine Nacht länger zu bleiben und Hamm kennenzulernen. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, schauen Sie auch mal auf die Sonnenklar-TV-Facebook-Seite. Da ist das Gewinnspiel auch nochmal. Oder auf Ihrer Seite? hamm-tourismus.de. Jetzt verraten Sie nochmal den Zuschauern so einen kleinen Tipp. Was machen Sie so am liebsten, wenn Sie mal privat hier unterwegs sind in Hamm? Naja, ich bin halt. Wie sieht so ein perfekter Tag für Sie aus? Perfekt sieht erstmal ausschlafen. Dann bei gutem Wetter rausgehen, aufs Fahrrad schwingen, eine schöne 8-Schleife hier fahren um 2 Radrouten und dann inzwischendurch schön einkehren beim ordentlichen Weizen und dann abends mal in eine Kneipe gehen mit ein bisschen Live-Musik. Das macht mir Spaß. Ich habe hier auf dem Weihnachtsmarkt, ich bin den ganzen Tag schon hier, gemerkt, die Leute sehen das so ein bisschen als Mittelpunkt in Hamm und treffen sich hier. Genau, das ist so ein richtiger Treffpunkt. Es gibt auch Live-Musik auf dem Platz der Engel, der ist auch immer wechselnd. Und da merkt man schon einfach, irgendwie auch abends ist hier immer richtig was los. Und man kann sich dann auch in Hütten, Almhütten, Kuhdorf und so auch dabei schön aufwärmen und eben das eine oder andere Pläuschen beim netten Getränk. Gibt es so eine Anekdote als Gästeführer, also so was ganz besonders Nettes, was Sie mal erlebt haben?
Ich erlebe immer nur nette Gäste halt. Also ich wüsste jetzt spontan nicht wirklich, was ich dazu sagen kann. Vielleicht, viele kommen eben nach Hamm, sagen, okay, Hamm kenne ich im Grunde, ne, weil ich bin schon mal mit der Bahn durchgefahren. Zugteilung in Hamm ist immer so ein Thema, wenn man aus Berlin kommt, mit dem ICE ins Ruhrgebiet fährt. Meine Motivation ist es, dass Leute mal aussteigen, weil der ICE fährt jede Stunde weiter. Und mal bleiben. Und ja, vielleicht erstmal nur mal eine Stunde gucken, ein bisschen schnuppern, vielleicht auch mal bleiben natürlich, auf jeden Fall. Und dann können wir ihnen ganz, ganz viel zeigen. Und ich glaube, viele werden mit einem völlig neuen Blick auch wieder aus Hamm wegfahren. Genauso wie ich heute, denn ich muss sagen, es war eine tolle Gastfreundschaft. Ich liebe dieses Format, einfach wenn Sonnenklar TV die schönsten Weihnachtsmärkte besucht, weil da gibt es was zu trinken, es ist gemütlich und es ist zwar kalt. Sonnenklar TV-Zuschauer, schauen Sie mal, vielleicht mit ein bisschen Glück gewinnen Sie auch eine Reise nach Hamm. Schauen Sie mal auf Facebook oder auf hamm-tourismus.de. Zurück zu dir, lieber Björn. Das ist ganz, ganz lieb. Vielen Dank, Björn. Und zwar direkt nach Hamm, hamm-tourismus.de. Das ist die Webseite, der bekommen Sie alle Informationen. Und euch wünsche ich natürlich einen schönen Glühweinabend. Nicht zu stark und übertreiben. Da muss man mit Glühwein ja immer ein bisschen aufpassen. Aber es gehört irgendwie dazu zur Adventszeit. Vielen Dank, Björn, für diese ganz, ganz tollen Eindrücke dort vom Weihnachtsmarkt. Sonnenklar TV, live vor Ort.